Ja, hallo zusammen. Es hat doch noch geklappt, dass ich dabei bin. Zwar nicht physisch, aber wenigstens auf der Leinwand. Ist doch auch etwas. Dank Corona lernt man noch viele Tricks hier und da mit der Technologie. Und jetzt darf ich da sein mit euch. Ich hoffe, ihr spürt mich. Es ist recht schwierig, einfach so ins Leere rauszureden, aber ich gebe mein Bestes und ich glaube, so können wir einfach ein gutes Team werden, wenn ihr mir ein bisschen verzeiht, wenn ich nicht so begeisternd daherkomme. Aber ich fühle mich eigentlich ganz heimisch in Frutigen, weil ich habe doch ein paar Jahre dort gelebt. Und um ein bisschen zu zeigen, wer ich bin, Daniela Lauber ist noch sicher ein Begriff. Ich weiss, sie hockt da. In dieser Menge innen. Daniela wird mich auch näher am Büchertisch vertreten. Sie ist meine Schwester. Tina kennt ihr auch, das ist meine Nichte. Und wir lieben uns alle heiss. Also habt ihr doch ein bisschen Familienvertretung dort. Tut sie wirklich gebührend feiern. Das ist meine Family. Genau. Hey, und jetzt möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Tabea Oppliger, verheiratet mit dem Matthias Oppliger, 3 Kinder, 15, 13 und 10, sie behalten mich auf den Zehen. Oder besser gesagt, fordern mein ganzes Blut. Aber eigentlich, was mich auch sonst noch fordert, ist unser Geschäft, das wir aufbauen, unser Sozialunternehmen Kite Pride in Tel Aviv, Israel. Über das werdet ihr noch ganz einen Haufen erfahren. Aber ich werde noch ganz kurz einfach einen Clip zeigen, wo einfach unsere Arbeit beschreibt, was wir machen, dass ihr das Ganze ein bisschen besser versteht. Ich gehe gerade auf das Thema ein, Identität, so einen brillanten Titel von eurem Dani. Wirklich, ich werde auf das eingehen, aber ich möchte einfach, dass ihr ein bisschen versteht, von wo ich komme, was wir haben aufgebaut. Und das wird einfach alles, was ich im Weiteren erzähle, wird es einfach ein bisschen klarer machen. Also, über zum Clip und dann komme ich wieder. Willkommen bei Kite Pride, dem nachhaltigen Modelabel aus Tel Aviv. Bei uns dreht sich alles darum, echt und relevant die Welt von morgen zu gestalten. All unsere Taschen sind handgefertigt aus robusten, widerstandsfähigen und ultraleichten Materialien, genäht aus gebrauchten Kites, die wir von Kitesurfern rund um den Globus erhalten. Bei uns in Tel Aviv, wie übrigens in den meisten Städten der Welt, nimmt die Ausbeutung von Millionen von Menschen im Sexgewerbe stetig zu. Allein in der israelischen Sexindustrie arbeiten derzeit 14.000 Frauen und Männer. 76% von ihnen wünschen sich, die Branche zu verlassen. Sie fühlen sich jedoch aufgrund von finanzieller Verschuldung, Traumen, Mangel an beruflichen Fähigkeiten und geringer Bildung in ihrem Dasein gefangen. Unser Modelabel Kite Pride bietet ein zweites Leben für Kites und Menschen. Jedes Produkt, das in unserem Social Business hergestellt wird, hat eine einzigartige Geschichte und wird sorgfältig entworfen. Produziert wird in einem sicheren Umfeld mit viel Hingabe und Kompetenz. So setzen wir Menschen frei und fördern sie in ihren Fähigkeiten. Übrigens, Schenken soll Freude bereiten. Für jeden gespendeten Kite hält die Spenderin oder der Spender eine Gratistasche. Durch deinen Kauf und den Gebrauch von Kite Pride Artikeln unterstützt du uns aktiv, Menschen von Zwangsarbeit freizusetzen. Gleichzeitig tust du etwas für die Umwelt und bezeugst dies durch einen stylischen Look. Eine Kite Pride Tasche verändert buchstäblich Leben. Sei auch du Teil dieser Veränderung und besuche uns auf kitepride.com. Und jetzt zum Thema Identitätig. Hat zwei Worte drin, Identität, Tätig. Und ich liebe das, ich liebe wirklich das Wort. Es heisst eigentlich schon gerade alles. Mit unserer wahren Identität, indem wir die kennen, können wir überhaupt tätig werden. Können wir überhaupt unsere Gaben und Talente voll einsetzen, weil wir wissen, wer wir sind und wen uns eingesetzt hat. Und im Hebräischen liebe ich, dass man eigentlich nicht jemanden fragt, wie alt bist du? Sondern man fragt wortwörtlich, wie lange bist du schon Sohn? Oder für eine Frau fragt man, wie lange bist du schon Tochter? Das sagt doch schon gerade alles. Wir sind alles Söhne und Töchter vom Höchsten vom Höchsten. Und wenn wir das wirklich begreifen, können wir tätig werden. Und ich möchte auch noch eine weitere Geschichte erzählen von einem Mann, einem blinden Mann. Er ist im Spital auf dem Bett gelegen. Ein Mann ist ihn besuchen, um ihn einfach Würde zu erweisen. Und
Der blinde Mann hat ihn gefragt, ja, stell dich doch einmal vor, wer bist denn du? Der Mann hat sich vorgestellt mit alles, was ihn mit Daten definieren. Er hat gesagt, was er macht, wie er sich beschäftigt, was für einen Beruf das er hat, wo er noch überall ehrenamtlich mitschafft. Und irgendwann ist auch noch gekommen, dass er verheiratet ist, dass er Kind hat, aber das ist ganz am Schluss gekommen. Der blinde Mann hat so zugelassen und hat so gesagt, kennst du auch Jesus persönlich? Dann sagt der Mann ganz begeistert, ja, und ich gehe in eine Kirche und ich bin sehr ein aktives Mitglied. Und der blinde Mann ist ganz ruhig geworden und hat gesagt, wieso ist das nicht deine erste Antwort gewesen, als ich dich gefragt habe, wer bist du? Wieso hast du mir nicht gerade gesagt, dass du ein Sohn bist vom Höchsten? Und aus dem alles raus kannst du dann mir sagen, was du alles tust. Aber wenn du nicht weißt, wem du gehörst und wer dich eingesetzt ist, dann kannst du gar nicht so viele Daten vollbringen. Dann brennst du ja irgendwann aus. Der Mann ist ganz ruhig geworden und hat wirklich viel zum Nachdenken gehabt. Es hat auch zu mir geredet, weil ich merke, wir sind so oft einfach Täter. Ich bin jemand, der ich Resultat sehen will. Ich bin ein Macher. Wenn ich nicht das Resultat sehe, dann gebe ich ziemlich schnell auf. Und das ist manchmal einfach ein Problem. Weil unsere Identität, die entspringt aus dem Sein, aus dem Dasein, aus dem Verstehen, wer wir sind. Und wie ich vorher gesagt habe, wen uns eingesetzt hat. Und darum möchte ich eigentlich sagen, unsere erste Berufung ist am Herz von Gott. Er hat uns erschaffen, er kennt uns durch und durch. Und was er über uns ausspricht, das hat wirklich Kraft. Wenn wir seine Stimme kennen, wie er auch sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nachher. Und ich kenne sie. Kennst du die Stimme von Gott? Weißt du, für was du da bist? Kennst du deine Gaben, Talent? Setzest du sie ein? Wir kennen alle den Vers, eigentlich das höchste Gebot, von lieb Gott, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du Gott liebst. Wenn nicht, haben wir am Schluss noch Zeit, das ein bisschen zu besprechen. Aber wenn du Gott liebst und das ganze höchste Gebot kennst und erfüllst, liebst du auch dich selber? Nicht im Sinn von einer egoistischen Liebe, sondern im Sinn von Sprüche 19,8. Dort heisst es, wer Verstand erwirbt, liebt sich selbst. Wer Einsicht bewahrt, findet sein Glück. Das bedeutet, dass wenn wir uns selber und unser Leben können lieben können, indem wir Verstand und Weisheit erwerben und suchen. Ohne diese Weisheit kannst du deine Mitmenschen nicht lieben. Ohne diese Weisheit immer wieder ans Herz von Gott zu gehen, zu hören, was ihn beschäftigt, zu merken, für was sein Herz schlägt, zu spüren, wieso er dich erschaffen hat, weil du eben Teil sein kannst von Ungerechtigkeiten, von Sachen, die auf dieser Welt passieren, wo einzig und allein du die Lösung kannst sein, weil du bist seine Hände und Füße auf dieser Erde. So wie du und ich wissen, ist Jesus nicht mehr physisch auf dieser Erde als Jesus in Person. Aber er ist da, in dir und in mir. Es hat ganz viel Jesus da, weil er ist in uns drin. Und wenn wir das wirklich ausleben, dann können wir eben auch wirklich Teil sein von diesen Nöten auf dieser Welt. Aber nicht ohne, dass wir immer wieder die Weisheit erlangen, an sein Herz gehen und wirklich hören, wer wir sind. Ich liebe es, dass wir eigentlich auch wirklich Jesus nur lieben oder auch Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lesen wir im Jeremia 31, wo er sagt, hey, ich habe dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Wir haben gar nicht dazu beigetragen, sondern er liebt uns so dermassen, dass er seinen einzigen Sohn hat gegeben, damit das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist unsere erste Berufung. Und wenn wir das wirklich checken, wirklich verstehen, dann können wir dann nicht anders als die Liebe ausleben und weitergeben.
Aber wie gesagt, nicht ohne, dass wir immer wieder auftanken. Nicht ohne, dass wir immer wieder eigentlich als oberste Priorität an sein Herz gehen, die Weisheit erlangen, was es braucht, unser Leben zu lieben. Das Leben zu lieben, wo wir hineingeboren worden sind. Das Leben zu lieben, wo wir hingestellt worden sind. Nicht das vom anderen, nicht das vom Nachbar, nicht dem vom Missionar. Oh, ich würde auch gerne irgendwo hergerufen werden, es wäre einfacher. Nein, dass wir lernen, unser Leben zu lieben, dort, wo wir hingestellt worden sind. Und zu sagen, hey, das tue ich voll in den Arm nehmen und schauen, was für Gaben und Talente habe ich bekommen, um da, genau da, in Frutigen, einen Unterschied zu machen. Und das ist wirklich der Kreislauf von dieser Liebe. Wenn wir den verstehen, dann können wir voll und ganz in unserer Identität tätig sein für sein Reich, in unserer vollen Identität, in unserer vollen Kraft, in dem, wo wir als, was viele eben Berufung nennen. Was ist unsere Berufung? Das ist so ein grosses Wort und so viele Leute machen ein kleines Tamtam darüber. Ja, hast du deine Berufung gefunden? Der Ruf ist einzig und allein der, dass Gott sagt, du bist meins. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mir. Du gehörst mir. Das ist der Ruf, den wir zuerst hören müssen. Und wenn wir den verstehen, dann können wir eben auch die bedingungslose Liebe annehmen, die wir nachher weitergeben können. Und das ist, ich liebe auch im Hebräischen, sagt man, im wortwörtlichen Sinn fragt man nicht jemanden nach dem Namen, sondern man fragt eigentlich wortwörtlich, wie ruft man dir? Und das ist auch so etwas, was ich einfach liebe. Berufung, wie ruft man dir? Wer in deinem Umfeld, wenn du dein Umfeld fragst, deine Nächsten, deine Familie, deine Freunde, wie ruft man dir? Hast du vielleicht einen Spitznamen? Gehört dieser Spitzname zu irgendeiner Gabe, die du auslebst? Sagt man dir, man sagt den Kindern sehr oft, wenn sie herzig sind, Sonnenschein, sind sie nicht immer. Aber man sagt doch sehr oft so liebkosende Worte jemandem, wo das wirklich richtig ausdrückt. Und ich möchte dich fragen, wie ruft man dir? Wie ruft Gott dir? Hörst du, wie er dir ruft? Was sagt er über dir? Was spricht er über dir aus? Was kannst du mega gut? Was bringst du zum Tisch? Wenn man zum Beispiel eingeladen wird an ein Festmahl und jeder sagt, hey, komm, bring etwas mit. Dann bringst du nicht etwas, wo du das erste Mal am Ausprobieren bist. Irgendwie, vielleicht bist du der Typ, der sehr risikofreudig ist. Ist auch gut. Hast ein Rezept, befolgst du es, ist das erste Mal. Aber die meisten machen etwas, wo sie wirklich drin glänzen. Sie sind wie bekannt für ihr Tiramisu, für ihr, weiss auch nicht was, für ihre Rösti, für ihr, keine Ahnung was, für ihren Käse, wo sie von der Alp bringen. Und das bringen sie. Sie bringen das, was sie am besten können. Eigentlich ist Berufung genau das. Du machst das, was du einfach am besten kannst. Und was die Leute auch über dir sagen, hey, das kann niemand so wie du. Das bricht eigentlich für mich das Wort Berufung wirklich ab. Und ich merke, wir machen sehr oft Sachen recht theoretisch. Oder es wird so unnahbar, so eben die Wörter, die man so umeinander wirft. Aber eigentlich ist es ganz, ganz praktisch. Es ist aus dieser Beziehung heraus, wo man mit Gott lebt, wo man wie weiss, hey, da bin ich gut, da bin ich begabt, das kann ich einsetzen. Und das einfach im nächsten Umkreis anfangen machen. Und je mehr man das anfängt machen, wo man gut ist drin, desto mehr Möglichkeiten tun sich auf, um weiter und weiter und weiter zu wirken. So ist es jedenfalls mir gegangen. Und ich merke auch, was ich auch sehr liebe, ist, je mehr ich die Bibel anschaue und die Männer und die Frauen von Gott, die sich wirklich heilen brauchen, sehe ich eins Gleiches. Alle waren wirklich einfach normal Mensch. Sehr menschlich. Wenn ich denke, wie der Moses ist gebraucht wurde, um das Volk von Gott rauszuführen aus Ägypten, vom Reich des Pharao, wo sie gefangen worden sind. Was hat Gott gesehen in Moses, dass er ihn überhaupt gebraucht hat? Moses hatte einen heiligen Zorn gegen die ganze Sache, die dort abgegangen ist,
an einem Hebräer im Königreich von Pharao, wo er misshandelt wurde, als Sklave, so richtig ausgenutzt wurde, geschlagen wurde. Und er hat gemerkt, er hat ja seine Identität nicht wirklich preisgeben können, aber die ist vorgekommen, als er die Ungerechtigkeit hat gesehen hat. Er hat die Ungerechtigkeit gesehen an einem gleichen Bruder von ihm. Und er hat nicht anders können als ausschlagen. Gott hat es gesehen. Es ist, wir würden es sagen, wenn wir jetzt nur den Akt hätten gesehen, würden wir Menschen wieder richten und sagen, hast du gesehen, was der hat gemacht? Der hat einen anderen umgebracht. Wir hätten die Sünde gesehen. Was hat Gott gesehen? Er hat den heiligen Zorn gesehen. Er hat gesehen den Sinn für Gerechtigkeit, den Moses hatte. Und er hat gesagt, genau das brauche ich. Genau diese Qualität brauche ich, um mein Volk rauszuführen aus Ägypten. Ich brauche diese Qualität, damit das mein Volk frei wird. Ich brauche den Eifer, ich brauche die Leidenschaft, brauche ich. Und Gott hat es umgewendet. Wenn wir auch an Jesus denken, den Zorn, den er an den Tag gelegt hat, im heiligen Tempel, wo es zur Räuberhöhle gemacht worden ist. Jesus ist gekommen, hat die Tische umgeschlagen. Wenn wir nur diesen Akt hätten gesehen, Jesus, der den Tisch umschlägt und umschreit und einfach wirklich seine Wut so richtig rauslässt, wenn wir das hätten gesehen, hätten wir gesagt, das ist doch nicht Jesus. Aber er hat gewusst, das ist ein heiliger Zorn. Ich will nicht, dass der Tempel von Gott entheiligt wird. Gott braucht Männer und Frauen, die einen heiligen Zorn haben. Etwas, was sie so richtig aufregt. Etwas vom Bauch raus, wo kommt, wo sagt, hey, ich kann nicht mehr zuschauen. Und das ist mir so gegangen, als ich zum Thema Menschenhandel einen Vortrag gehört habe. Und ich habe gemerkt, ich habe es nicht machen können. Weil viele fragen, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Wieso tust du dich genau dort stark machen? Ich sage euch, das kannst du eben nicht machen. Das ist ein heiliger Zorn, der da unten anfängt. Und ich habe darüber gehört, wie Männer, Frauen, Kinder ausgenutzt werden, ausgebeutet werden, gegen ihren Willen, zwangsprostituiert. Ich habe gehört, wie sie wirklich gehandelt werden als wahr, wie sie nicht mehr frei über ihren Körper bestimmen können. Und das hat in mir einen heiligen Zorn entfacht. Und ich wusste, ich kann nicht mehr länger ruhig sein, ich kann nicht zuschauen. Es war noch nicht ganz mein eigenes, ich habe noch nicht einem Opfer in die Augen geschaut, aber ich kann euch nicht erklären, das ist etwas, das da unten einfach angefangen hat zu wühlen. Und ich wusste, okay, für so eine Ungerechtigkeit zu bekämpfen, Zahlen von 27 Millionen Menschen, und das ist nur eine Dunkelziffer, weil man kann es gar nicht messen, wie viele Männer und Frauen heute in der modernen Sklaverei gefangen sind, die nicht über ihre Körperrechte bestimmen können, die nicht frei sind, die nicht am Morgen aufstehen und überlegen, was kann ich heute essen, was kann ich heute trinken, die haben nicht einmal diese Wahl. Dass das heute noch gibt, dann habe ich angefangen darüber zu reden, mit Kolleginnen, mit Freundinnen und alle haben gesagt, ja, ich weiss, es ist auch schlimm, aber ja, man kann nicht wirklich viel machen. Und ich habe gemerkt, hey, das reicht mir nicht, die Antwort reicht mir nicht. Ich habe mich immer mehr schlau gemacht zu diesem Thema, ich habe Dokumentarfilme geschaut, ich habe Zeug nachgelesen. Schlussendlich hat mich das Ganze ins Milieu hineingeführt, wo ich eine Begebenheit hatte mit einer Frau, wo ich direkt einem Opfer in die Augen geschaut habe. Und das hat mich so traurig gestimmt. Ich war unterwegs mit meiner Tochter, 6 Wochen alt, im Tragtuch. Ich war im Milieu, da frage ich mich vielleicht, wieso. Ich war auf dem Weg an ein Seminar, an ein Event, wo ein anderes Ehepaar hat durchgeführt hat, um eben genau so Leute wie mir zu erzählen, was überhaupt in diesem Rotlichtmilieu in Zürich, aber auch in Bern oder wo immer, in welcher Stadt, wahrscheinlich sogar in Frutigen, abgeht. Und hat einfach so einen Tag von der offenen Tür gemacht, wo sie darüber haben erzählt, über ihre Arbeit, über ihre aufsuchende Arbeit unter den Prostituierten. Und ich bin gegangen. Und wenn meine Tochter noch so klein war und ich sie noch gestillt habe, ist sie mitgekommen in diesem Tragtuch. Gegenüber von der Straße, dort, wo ich ausgestiegen bin, parkiert habe, ist eine Prostituierte gesessen. Sie hat meine Tochter angeschaut. Einfach das Köpfchen, das dort rausgeschaut hat, ist schnurstracks auf mich zugekommen. Sie hat wirklich nach Alkohol gestunken. Sie war überhaupt nicht anmächelig. Sie war nicht eine Frau, die du eigentlich an dein Neugeborenen hinlassen willst. Und sie hat in gebrochenem Deutsch gefragt, darf ich Tochter küssen? Und ich bin so froh, dass mein Herz sofort Antwort gegeben hat und nicht mein Verstand. Ich habe sie in den Arm genommen. Sie hat angefangen zu rennen und hat gesagt, ich habe 3 Kinder, eigene Kinder, aber ich weiss nicht, wo sie sind.
Und dort hat sie mir ihre ganze Geschichte erzählt, von der Ausbeutung, wie sie hergelotst wurde, wie man ihr einen Job hat versprochen hat, dass sie alles andere hat bekommen als den Job, den man ihr hat vermittelt. Dass sie hat müssen anschaffen musste, um überhaupt ihre Schulden zurückzuzahlen. Das in Zürich. Und das passiert überall. Menschenhandelsopfer, denen wird ihre Hilflosigkeit in ihrem Herkunftsland ausgenutzt. Das wird alles ausgenutzt. Man verspricht ihnen den Himmel auf Erden, holt sie in die Schweiz und dann kommt die blanke Realität, wo sie erwachen drinnen. Was brauchen sie dann? Alkohol, Drogen, um das Ganze zu dröhnen. Und schon hast du den Kreislauf, der runtergeht. Und die Frauen und Männer sind schlussendlich nicht gefangen. Man muss sich nicht vorstellen, dass die nicht weg könnten im physischen Sinn. Sie haben nicht Ketten angemacht an ihren Körper. Aber sie sind gefangen in Gedanken. Sie sehen keinen Ausweg mehr. Ich habe angefangen, Frauen zu massieren im Milieu. Da fragt ihr vielleicht auch, wieso überhaupt hast du das gemacht? Ich bin Massagetherapeutin und ich weiss, was eine Berührung bedeuten kann. Und ja, wie gewusst, diesen Frauen, diesen Männern in der Prostitution, denen wird jegliche Würde genommen, wenn man sie anlenkt. Wenn ich komme als Masseurin, kann ich ihnen bedingungslose Liebe geben. Ich kann ihnen einfach eine Berührung geben und einfach mal herausfinden, wie es ihnen geht. Wie sind sie überhaupt dazu gekommen, in so einem Milieu zu arbeiten? So habe ich x-fachen Opfer in die Augen geschaut und jede hat mir gesagt, ich brauche nicht Mitleid, ich brauche einen Job. Das Ganze hat dazu geführt, dass wir jetzt ein Sozialunternehmen führen. Das, was ihr ganz am Anfang gesehen habt. Unsere Antwort auf das ganze Problem ist ein Sozialunternehmen, wo wir diesen Männern und Frauen einen würdigen Job anbieten. Und die fragen mich vielleicht nachher, oh, wie kommt man überhaupt zu dem? Wie kommt überhaupt, wie weiss ich denn, dass es wirklich Gott ist, der da drinnen ist? Wie weiss ich überhaupt, dass das, was ich mache, das Richtige ist? Es gibt nur eine Antwort zu dem. Im Gehen, in der Bewegung zeigt Gott dir den Weg. Wenn du irgendetwas in deinem Herzen hast, wo du merkst, hey, das lässt mich schon so lange nicht in Ruhe. Irgendein Thema, es ist egal welches. Es kann sein Nachhilfestunden von Kind. Es kann sein, eine Frau unterstützen in der Nachbarschaft. Es kann sein, einer alten Frau einkaufen. Es kann ganz viele Sachen sind direkt in deinem Umfeld inne. Du musst gar nicht weit suchen, aber etwas, wo du wie merkst, du innen spürst, hey, da kann ich eine Antwort drauf sein. Es ist in dem inne, im Gehen inne, dass du dann immer weitere Kreise kannst ziehen und immer mehr Türen aufgehen. In dem, dass du aktiv wirst, wird plötzlich der Kurs klar. Weil wenn du aktiv wirst in einem Bereich, der nicht dein ist, dann geht die Türen zu, du verlierst die Freude, du verlierst eigentlich all die Leidenschaft, die du vielleicht am Anfang ganz freudig hast, angefangen damit. Das geht alles verloren, wenn es nicht dein Weg ist. Weil du dann nicht angezapft bist, wie ich ganz am Anfang erzählt habe, von dieser Identität. Was ist Identität nach Sprüche 19,8? Es ist nach Verstand, nach Weisheit suchen, damit du dein Leben anfängst lieben. Wenn du dein Leben nicht liebst, kannst du nicht einen Unterschied machen. Weil dann bist du einfach die Person, die sauer wird, die irgendwo einfach die ganze Zeit unzufrieden ist. Und ich glaube, das ist etwa das einfach wirklich das Unattraktivste, was es überhaupt gibt. Jemand, der einfach fast versauert in seinem Leben. Und darum, lieb Gott, lieb die Nächste wie dich selber. Wie kannst du dich selber lieben? Indem, dass du Weisheit und Verstand für dein Leben erlangst, damit du dein Leben kannst anfangen zu lieben, gerade dort, wo du bist, ohne dass du irgendwo her musst. Und jetzt möchte ich noch ganz praktisch anhand von meinem Leben einfach ein paar Beispiele erzählen, wie ich eben die Schritte angefangen habe zu machen. Wie gesagt, es hat angefangen mit einen Schritt an ein Seminar ins Milieu. Das hat geführt zu einer Non-Profit-Gründe. Aus dem heraus ist die Massage entstanden und da sind einfach immer wieder Türen auf. Aus dem heraus habe ich gemerkt, das ganzheitliche Problem, das die haben, ist, dass sie keinen Job haben, dass sie nicht wissen, wo sie irgendwo Hoffnung finden, außer in diesem Kreislauf zu bleiben und sich weiterhin einfach zuzudröhnen. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen Jobs.
Das hat zu dem geführt, dass ich immer mehr mit meinem Mann darüber geredet habe. Irgendwann ist klar geworden, es wird nicht in der Schweiz sein, wenn wir das Ganze umsetzen, die Idee, die uns Gott gegeben hat. Alle Pfeiler haben nach Tel Aviv gezeigt, das wäre eine ganze Geschichte für sich. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Könnt ihr sonst nachlesen in meinem Buch. Hashtag NoFilter könnt ihr am Büchertisch am Schluss kaufen und dort alles nachlesen, wieso wir überhaupt in Tel Aviv sind. Und wir sind, wie gesagt, hierher gekommen und haben einfach immer mehr Schritte in die Richtung gemacht. Eben, wie ich gesagt habe, man hat nicht den ganzen Plan offen. Wenn man wartet, bis man parat ist, dann ist man noch den Rest des Lebens am Warten. Wir haben plötzlich gewusst, Tel Aviv ist unsere Stadt. Wie finden wir das wirklich heraus, indem wir Schritte dorthin machen? Wir sind als ganze Family dorthin in die Ferien. Zuerst einfach mal als Ferien. Ich und Matthias haben gewusst, mit welcher Frage dass wir gehen. In unserem Herz haben wir Gott gefragt, hey, ist das unsere Stadt? Du es uns irgendwie bestätigen in deiner Grösse. Weil wer zügelt schon von Zürich, von Uster auf Tel Aviv mit der ganzen Familie? So viele Fragen haben wir gehabt. Wir haben die Kinder, wie gesagt, nicht eingeweiht in diesen Plan, sondern einfach in die Ferien sind wir. Plötzlich, während dieser Ferien, der Leron war dazu mal 7, der Ruven mit 2. 5 und die Kleinste war 3, 2 sogar, sind wir dort gewesen und dann sagt der Leron, 7-jährig, Knirps, ganz keck haltet er auf seinem Scooter, schaut der Ruven an und sagt, Ruven, wenn du 7 bist und ich 9, gehen wir hier in die Schule. Bam, raus. Ich habe gemeint, ich höre nicht richtig. Ich innegehalten habe gesagt, Leron, was hast du gesagt? Er so, du hast es gehört und mit ganz einem anderen Blick. Ich würde es ja lieben, wenn ich könnte sagen, meine Söhne sind immer so prophetisch und hören Gott und reden gerade, was Gott sagt. Das war so göttlich gewesen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Matthias ist da gestanden und hat einfach gesagt, ich glaube es nicht. Leron, sag es nochmal. Und er so, ich sage es nicht nochmal, du hast es gehört. Mit so einem Ton und wir haben genau gewusst, was er gesagt hat. Ihr glaubt es nicht, ziemlich auf den Tag genau, wo der Leron 9 war und der Ruven 7, waren wir in Tel Aviv, haben sie in den lokalen Schulen inne gehabt. Und das Ganze ist aber, wie gesagt, ich meine, wir sind einfach normal mit dem Ganzen, es war einfach wirklich eine Gewissheit gewesen, ein Schritt nochmal in die Richtung, sind wir heimgegangen und haben ja nicht alles auf das ausgesetzt, dass es 2 Jahre wird gehen, aber alle Vorbereitungen, alle Leute, die wir getroffen haben, alle Visa-Wege, die wir haben, ausgesucht und geschaut, was könnte gehen, was könnte nicht gehen, jeder Weg, den wir gemacht haben, ist Tür auf oder zu. Auf oder zu. Schlussendlich sind wir, wie gesagt, in Tel Aviv gelandet. Auch wieder richtige Moment, richtige Personen, die uns an die Seite gestellt wurden, weil wir ja nicht wirklich einen Plan hatten. Das Einzige, was wir gewusst haben, ist, wir wollen uns stark machen in diesem Thema. Wir wollen ein Sozialunternehmen gründen, das eine Lösung wird für die Frauen und Männer, dass sie einen Job haben, dass sie wirklich eine Würde haben, eine Weiterbildung machen können, ohne dass sie irgendeinen Lebenslauf haben, wo man kann sagen kann, mal, die Kriterien erfüllen sie. Die einzigen Kriterien, die sie erfüllen müssen, ist eigentlich, du bist ein Opfer aus Menschenhandel, du hast keine Perspektive und wir geben dir eine. Das ist das, was sie erfüllen müssen. Und das dürfen wir jetzt hier bauen. Wir dürfen sehen, wie Männer und Frauen hier ein- und ausgehen, die neue Hoffnung schöpfen und wir sehen wirklich, dass es einen riesen Unterschied macht, dass sie am Morgen aufstehen und einen Sinn haben zum Aufstehen, Geld verdienen, wo sie stolz drauf sein können und nicht sofort wieder ausgeben, weil sie sagen, hey, das Geld, das ich vorher verdient habe, ich hatte so viele Schulden, ich habe zwar auch viel verdient, ich musste erstens mega viel abgeben und zweitens ist es dreckiges Geld. Ich konnte das nicht behalten. Und bei uns haben sie zum ersten Mal Schuldenberge abschaffen. Wir haben Leute da, die bedingungslos an sie glauben. Und ich könnte so viele Geschichten erzählen. Ihr könnt auf unserer Webseite Global Act, das ist unsere Non-Profit, die das Ganze unterstützt. Die Firma heisst Kite Pride. Ihr könnt dort nachschauen. Ich blende es ein. Die Webseiten könnt auch am Büchertisch Melania ausfragen. Daniela wird mich dort vertreten. Ihr könnt Produkte kaufen, die bei uns in der Werkstatt gemacht werden. Ihr könnt und etwas möchte ich euch sagen. Wenn ihr die Produkte schaut, vielleicht den Preis seht, denkt, ich habe es nicht unbedingt nötig, denkt umdenken. Wenn ihr ein Produkt kauft, das da ist am Büchertisch,
von Kite Pride müsst ihr eins wissen. Es ist mehr als nur eine Tasche. Es beinhaltet ein Leben. Es beinhaltet eine Erfolgsgeschichte. Es beinhaltet ein 180 Grad zu verändern von einem Leben, das jetzt Hoffnung hat, Würde hat, Liebe erfährt und in der Gegenwart Gottes darf sein, jeden Tag. Ich möchte euch so von Herzen danken, dass ihr hergeht und einfach mal schaut, wieder könnt aktiv Teil werden von dieser Bewegung, die wirklich etwas bewirkt. Und wenn ihr irgendwann mal wieder dürft fliegen und die Flugwege offen sind und ihr nach Israel kommt, kommt vorbei. Kite Pride ist immer offen und wir würden uns riesig freuen, da habt ihr noch mehr Einblick in das, was wir machen. Und denkt daran, im Gehen, für deine Geschichte, für deinen Lebensweg, für deine Berufung, darfst du einfach eins wissen. Im Gehen zeigt dir Gott den Weg. Du musst dich bewegen. Denk an das Velofahren. Es ist viel schwieriger, auf einem Velo zu sitzen, das einfach bleibt stehen. Du musst viel mehr balancieren. Wenn du aber die Rädchen drehst, wenn du in die Pedale hineintreten, dann kannst du fahren und dann kannst du den Kurs einschlagen. Und du wirst nie etwas Falsches machen im Sinne von schwerwiegend falsch. Wenn du Fehler machst, und wir haben so viel gemacht, könnt ihr auch nachlesen in meinem Buch, so viele Fehler machen, aber das sind alles Schritte in die richtige Richtung. Fehler sind Wegweiser. Das darfst du auch wissen für dein Leben. Und einfach, ja, go for it, warte nicht drauf. Und ich freue mich, wenn du am Büchertisch einfach das eine oder das andere Produkt kaufst. Für unsere Leute, damit sie weiterhin einen Job gesichert haben können. Auch gerade während dieser schweren Corona-Zeit, wo wir so Einbussen haben, von Geschäftseinbussen machen. Und auch sind sie wirklich nicht so zu Weg. Es war sehr, sehr schwer für sie in diesem Lockdown. Aber hey, wir stehen noch, sie sind noch da. Und sie freuen sich immer mega zu hören, wie ihre Produkte, die sie nähen, die sie selber designen, irgendwo in der Schweiz gedreht werden und ihre Geschichte so weitergeführt wird. Danke vielmals.